Alles klar, zurück zum Schiff. Wir sind an der Mentis angekommen. Vorne stehen Grease und Seer. Und ich denke mal, die werden gleich mit mir hier einsteigen, wenn es losgeht. Habe ich eigentlich noch einen Samen noch erreicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Können wir mal gucken. Nee, uns fehlt, glaube ich, noch ein Samen. Ich weiß nicht, wo ich den bekomme. Ah, den werden wir schon hinbekommen. Aber jetzt geht's rund. Wir fliegen nach... Wählen wir unser Ziel. Datumir, da ist auch quasi das Zeichen für das Hauptziel. Und hier reisen wir hin. Datumir, hm? Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Thriller? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Das ist gut zu wissen. Und du sollst wahrscheinlich Coruscant entdecken können. Ja, aber nur einen kleinen Teil. Ne? Also jetzt nicht hier, dass du auf Ebenen und so weiter, wie zum Beispiel bei... Ich fand das... Hierüber, Junge. Wir landen gleich. Ich fand das eigentlich auch nicht schlecht. Hier ist, wie heißt denn dieses Star Wars MMO? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Da konntest du eigentlich schon ganz gut in Coruscant rumlaufen. Aber die haben wohl gesagt, dass du wirst dann Teil bereisen können oder im Rahmen einer Cutscene oder kleineren Abschnitt, ne? Aber dass man hier so wie hier auf dem fetten Planeten, glaube ich eher nicht. Old Republic, ja, das habe ich damals... Wird gut. Alles wird gut. Ich habe damals mit, darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Grease, alles davon. Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion-Brot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für Aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion-Brot? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. Streng dich weiter an, Greasy. Greasy Baby, können wir nochmal mit dem quatschen? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Oh, wir brauchen Hilfe. Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also, was willst du, Kerl? Gar nichts. War Spaß. Toll. Es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, belustigt. Und jetzt beeil dich, damit wir schnell von hier wegkommen. Der hat's aber eilig. Von daher werden wir einfach jetzt mal rausgehen und wir werden ja die Abkürzung nehmen, die es so gibt, ne? Wir müssen hier vorne hin, glaube ich, oder? Nee, wir müssen durch das Grüne. Das haben wir noch gar nicht entdeckt, ne? Da gibt es irgendwie auch noch einen weiterführenden Bereich, den wir hier vorne, wo mein Cursor jetzt gerade ist, noch entdecken können. Müssen wir mal gucken, ob wir es machen. Und Old Republic, ne, das wollte ich noch gerade sagen. Ich habe ja extra mit WoW aufgehört, wegen Old Republic, tatsächlich. Das war auch geil, aber ich fand diesen Ansatz mit den... dass das auch ein Abo-Modell war damals, scheiße. Wir schnetzeln... Oh, Alter. Die scheppern aber ganz schön rein, ey. Jetzt reicht's aber! Alter Schwede! Ich brauche Hilfe! Aber hallo? Warum geht denn der so ab? Da ist noch einer. Jetzt reicht's aber. Okay. Kannst du mir bitte helfen? Ah, wieder normal. Gefällt mir nicht, dass ich schon zwei Stims verloren habe, aber ich werde auf jeden Fall dann nochmal auffüllen. Ach du Kacke. Sag mal, wie viele sind das?
Ich dachte, mit einem Doppellichtschwert kriege ich da ein bisschen mehr, ne? Aber echt krass. Ich bin der Meinung, dass bis zu dem Tempel ich dann auf jeden Fall auch einen Meditationspunkt bekomme. Laufe ich hier eigentlich richtig? Ich kann jetzt einfach durchlaufen, ne? Ja. Ah, tatsächlich, mit einem einer Lichtschwert geht's besser, tatsächlich, als mit dem Doppellichtschwert. Ich weiß nicht, der ist irgendwie schwach. Warum auch immer. Weg mit dir, Zombie. Hier, easy going. Mit einer Hand. Aber das war schon echt geil. Am Anfang Old Republic hat echt Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ich habe jetzt mal das mal installiert vor ein, zwei Jahren. Oh, da vorne ist Kopfgeldjäger. Weil es ja jetzt Free-to-Play ist, ist ganz nett, aber ist schon ein bisschen altbacken, ne, alles. Tatsächlich. Zwei sind das, ne? Bei dem einen muss ich mal wieder hier die... Oh, Kompaktor. Oh la la. Er versucht wegzulaufen. Er ist verwundet. Alter, der hat's aber drauf. Ja, jetzt blutet er. Ey, sag mal. Schreit ihn auf. Was? Soll er ihn? Was? Wow. Das ging aber fix. Alter Schwede, ich muss jetzt mal warm werden. Ich muss jetzt mal warm werden. Habe ich eigentlich irgendeinen Respawn-Punkt genommen? Ne, ich Idiot. Wahrscheinlich nicht, ne? Oh mein Gott. Lass mich jetzt bitte nicht wieder von Anfang an starten. Boah, Profi, Alter. Na egal, wir machen es jetzt besser. Ich muss ja einmal berühren, ne? Das Bonfire. Ah, ja. So, jetzt machen wir es anders. Jetzt machen wir es besser. Alter! Naja. Hat zumindestens besser überlebt. So, jetzt die Viecher hier. Giftscheiße, ey. Okay, besser. Und weg, weg, weg. Aus dem Gift raus. So, jetzt haben wir noch 7 Stims anstatt 5, ne? Sieht schon besser aus. So, jetzt nehme ich auf jeden Fall den Punkt hier gleich. Du kannst jetzt mal... Alter! Habt ihr den Zombie gesehen? Der ist weggeflogen. The Slugshot, einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich dir. Komm her näher! Ich komme aus der Meditation und werde hier angegriffen. Was ist denn da los? So. Und jetzt müssen wir uns mal um die beiden Kopfgeldjäger kümmern. Also ich wollte ja eigentlich nicht auf den Robby, sondern auf den anderen Erz drauf, aber da der fliegen kann und Flammenwerfer und so einen Kram machen kann, vielleicht kümmere ich mich ja zum Kompaktor, den Robby. BD, wirf mir ein Stim. Mach mich nochmal voll. Wo
sind die hin? Okay, jetzt sind sie weg. Ist das so gewollt? Kommen die immer optional? Irgendwann? Irgendwo? Wusste ich gar nicht. Genau, hier vorne machen wir uns jetzt nochmal saftig. Und dann geht's rein da ins Vergnügen. Und wir haben ja auch einen Speicherpunkt, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Aber sowas von... Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Er will's wirklich wissen? War das schon alles? Dicke Sprüche machen. Aber ist Kraft die Antwort? Nein. Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten. Und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht. Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Wow. Das war meine... Das war meine Szene. Das Tor geht auf. Und wir haben zwei Widersacher. Hier ist jemand. Die sind hart, die Jungs. Bei dem brauche ich vielleicht doch... Du hast keine wahre Stärke. Eingesteckt. Schön Außengleichgewicht gebracht. Alles klar, jetzt nehme ich wieder einen. Das war gut. Ah, daneben. Hier hoch kommen wir nicht, ne? Nö. Durch diese hohle Gasse wird er kommen. Nicht weise. Ja, vielleicht. Merrin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ey, das ist sexuell, ich mein war Schwert. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen.
Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Vielen Dank, Marin. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden und wir von hier. Einen wunderschönen guten Abend, McFight. Dort liegt dein Ziel. Letzte Ruhe. Leben stehen auf dem Spiel. Cal kehrte zurück, um sich dem Schatten von Jarrod Tapal zu stellen. Er erkannte, dass er seine Vergangenheit akzeptieren und nach vorne blicken muss, um Jarrod zu besiegen. Er kniete sich vor Jarrods Geist, woraufhin die Erscheinung verschwand. Als Cal und Bedi das Grab von Kujet betraten, trafen sie auf Marin. Dieses Mal war sie allerdings gesprächsbereit. Cal erfuhr, dass sie möglicherweise die einzige Überlebende des Massakers an den Schwestern der Nacht ist, das General Grievous während der Klonkriege angeordnet hatte. Marin erfuhr von der Jedi-Auslöschung und Cal distanzierte sich von dem gefallenen Jedi Malikos. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Das sieht geil aus, ne? Wenn du die hittest, verschwinden die einfach. Aber hier vorne kann man, glaube ich, klettern, ne? Ein Echo? Hier ist was Furchtbares geschehen. Ein Massaker. Mord an den eigenen Leuten. Für versprochene Macht. Eieiei. Begräbnisstätte Kujet, der seinen Anhängern Macht und Beherrschung des Lebenswindes versprach, inszenierte von seinem geheimen Sitz auf Datumir, der später als Grab von Kujet in die Geschichte einging, ein Massaker. Dankeschön, McFight, für dein Lurk. Vielen lieben Dank. Ehre! Da ist Malikos. Oh Gott, ich weiß gar nicht mal, wie man den besiegen kann. Na, mal gucken. Mit meinem Doppel-Jedi-Angriff muss ich's packen. Malikos? Willkommen daheim? Bist du hier, um zu trainieren? YOLO, 3 Stunden noch. Das schaffen wir heute. Das schaffen wir heute. Dass du den Tod riskierst. Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei! Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datumir dein Grab sein. Oh, fuck. Terran Malikos. Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst. Ajo. So langsam. Okay.
Okay, das war scheiße. Völlig nutzlos. Aha. Alter. Hey, bitte. Glückstreffer. Oder war nicht schlecht? Du bist erbärmlich. Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Du bist schnell, bemerkenswert. Oh mein Gott. Hey, BD. Ach da, wir haben seine Ausdauer. Oh. Ja, unsere aber auch. Völlig nutzlos. Es mangelt dir an Raffinesse. Du wirst mich nicht besiegen. Oh mein Gott. Lässt du das? Hilfe! Du bist schnell, bemerkenswert. Du bist nicht stark genug. Nein! Komm, kämpfe, wenn du es wagst! Oh mein Gott! Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Was zum Teufel? Stirb, Wölfe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Alter. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Allerdings. Das wird nicht ausreichen. Oh, den hätte ich ausweichen müssen. Ich bin zu schnell für dich. Hey, ey. Alter. Geht's noch? Nice. Schnell, bemerkenswert. Nochmal ein Stim. Nice. Oh, der hat gescheppert. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Wenn der betäubt ist, dann mit dem Doppelschwertangriff. Alter Schwede, dann ziehst du den mal richtig viel ab. Grab.
Alter, was für eine geile Sequenz. Bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Terran Malikos besiegt mehrere Einträge. Der gefallene Jedi. Bei ihrem letzten Aufeinandertreffen versucht Malikos, Kel zu überreden, sich ihm anzuschließen. Im Glauben, die Ära der Jedi sei vorbei, prallen zwei Ideologien aufeinander. Der Kampf eskaliert und endet erst, als Marin Kel dabei hilft, den finsteren Malikos zu bezwingen. Genau, Cordovas Reise. Gucken wir nochmal. Genau. Geheimnisse des Gewölbes. So, wir haben hier vorne ein Echo, glaube ich. Nee, meditieren. Sehr gut. Und mal gut, ich habe nur noch zwei Stimpacks gehabt, ne? Mal gut, dass ich mich nochmal aufgefüllt habe. Aber das wusste ich schon vorher. Also mit 8 Stims ist man, glaube ich, ganz gut bedient. Aber wir können jetzt mit Marin nochmal reden. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Oh mein Gott. Danke für die Hilfe mit Malikos. Ich dachte, ich wäre geliefert. Ja, so wäre es gekommen. Ja. Zum Glück kam es anders. Ich habe gern einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Cal. Oh, sie freunden sich an. Cal und Marin. Welch Symbiose. Und wir schauen mal, was wir jetzt im Grab noch erledigen müssen.